Ja, auf den Chef an, auf der 13. Herr Dr. Kurt Baumgartner, wir haben ein Problem mit dem Probanden. Wie, Arnold? Die Probanden vertragen die Sauerstoffarmut nicht. Sie kollabieren. Bis auf einen, dieser mit der Schilddrüsenanomalie. Bei ihm wirkt auch das Essen anders. Sie wissen schon, das limbische System bringt ganz andere Reaktionen zutage. Dieser Proband wird immer schlauer und stärker. Das scheint wie bei der Evolution zu sein. Mutationen werden überleben. Alles andere, was wir als gesund ansehen, stirbt. Wir sollten bei der Arbeit am Überleben in sauerstoffarmen Regionen ohne Atemgerät umdenken und dieser Mutation den Vorrang geben. Wenn die Schilddrüse der Schlüssel zum Überleben in der Zukunft ist, dann hat dies, finde ich, Vorrang in diesem Forschungsbereich. Arnold, das klingt gut. Wir werden einen Chip in diesen Probanden implantieren, zur Bewusstseinserweiterung und Steuerung. Ich denke, das wird unser neuer Patman. Die Geschichte vom wandernden Mülleimer. Es war einmal ein Mülleimer, der war orange und seine Kreisform bestand aus einem Sechseck. Der obere Durchmesser 28 cm, seine Höhe 34 cm, der Boden 18 cm Durchmesser. Sein Fassungsvermögen also enorm. Sein Leben verbrachte der Mülleimer in einem Planungsbüro und war der Liebling von seinem Chef. Stockte irgendein Fluss, sei es der Ideenfluss oder der Geldfluss, so ging der Mülleimer mit seinem Chef wandern. Da war es auch nicht wichtig, ob der Mülleimer voll oder leer war. Und es war auch nicht wichtig, ob dieser Inhalt dann geleert wurde. Kamen beide bei der Mülltonne an, so griff der Chef den Deckel und wollte. Ja, was wollte er? Er blieb 2-3 Sekunden inne und blickte dann seinen Mülleimer an und ging dann wieder, ohne den Mülleimer geleert zu haben, seine Runden. Dieses Phänomen wiederholt sich mehrmals am Tage und zeigt von einer großen Entschlossenheit. Der Mülleimer war froh, denn er sah dadurch auch noch anderes, nicht nur das Büro. Die Frage, die übrig bleibt, ist, was wurde dabei entsorgt? Das werden wir wohl nie erfahren. Es bleibt ein Geheimnis. Oh halt, man sieht die ohne Sprechdenkblasen über der Mülltonne aufsteigen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber ich kann nichts sagen. Es ist ja mein Fehler, weil ich am Anfang die Hälfte vergessen hatte. Jetzt zieht es sich und muss alles fünfmal repariert werden. Wer bezahlt mir das? Die nicht, wieder ich? Ja, da ist er jetzt, der Glanz und Gloria. Wo das Glück sich aufmacht, über das Chaos zu herrschen und jede Unordnung revolutionär niederreißt. He's dead! What should I do? I've come up with a car accident or something. John, we got all this bad hardware from everyone came to Barbara on that point. We are knee deep in the brainwave and battle base. The situation is beyond control. Is she detected for self-destruction?
Sagen soll. Im evolutionären Sein kämpft jeder für sich allein gegen die Welt. Wir haben uns selbst so erzogen über den Zeitgeist unserer Kultur. Und die Spiele spielen eine große Rolle dabei. Rüdiger, Kaffee, komm, wir machen Pause.